Willkommen zurück bei Elder Scrolls Online. Ich bin hier immer noch in Steinfälle und zwar ziemlich an der Grenze zur Rift bei der Feste Virak und ich versuche gerade zu verhindern, dass die Gegner hier die Toten auferstehen lassen und auf ihrer Seite kämpfen lassen. Jedenfalls habe ich die Aufgabe so verstanden. Die Bücher des Nekromanten habe ich schon verbrannt. Da hinten brennt alles. Mal gucken, ob ihn das zumindest auffällt. Hallo? Bündnisinfanteristin? Paktsoldat, okay. Die scheinen langsam die Überhand zu gewinnen, so ist recht. Auf jeden Fall jubeln sie schon, das ist ein gutes Zeichen. Findet Tanval in Doril. Spricht mit Tanval Indoril. Der Hof ist sicher. Der Pakt hat wieder die Kontrolle über die Feste Virak. Doch General Serin lebt noch. Wo ist er? Er wird für vieles gerade stehen müssen. General Serin befindet sich im Anwesen. Er verwandelt Soldaten in Zombies. Resident Evil. Dieser General ist ein Ungeheuer. Ich danke euch, Soldat. Wir werden dafür sorgen, dass die Toten in Frieden ruhen. Ja, Questabschluss. Wir dürfen nicht zulassen, dass General Serin sein Ritual zu Ende führt. Garin und ich sind bereit, seine Schutzzauber zu bannen. Macht euch für einen Kampf bereit, Soldat. Was erwartet mich hinter dem Tor? Die Toten werden euch begegnen. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber Serin hat unsere Krieger in untote Sklaven verwandelt. Sobald der Schutzzauber gebannt ist, geht durch das Tor. Bahnt euch einen Weg zum Anwesen und stellt General Serin. Wir kommen so schnell wie möglich nach. Ich werde General Serin auslöschen. Jawohl. Nichts anderes. Auch wenn er vom Dolchstützbündnis ist, aber damit geht er zu weit. Das kann man nicht dulden. Wenn man etwas Ehre im Leib hat. Der Zauber wurde aufgehoben. Geht und findet Serin. Wir stoßen zu euch, sobald wir unsere Stärke zurück haben. Karte. Das ist wohl so eine Art Haupthaus. Anwesen. Erinnert mich an das Anwesen in Skyrim, bei dem ich gerade Resident Evil 1 nachspiele, sozusagen. Irgendwie passt das gerade. Zombie, Veteran 6, naja, für uns kein Problem. Ich bin ja schon 84%. Ich muss den Excalibur ein bisschen nachleveln. Ich habe letztens mehrere Stunden PvP mit der Gilde gespielt. Und jetzt bin ich auf 84% und Excalibur ist auf irgendwas um die 63%, 64% rum. Da werde ich demnächst mal Excalibur nachziehen müssen, weil ich versuche, die beiden gleich zu halten, so gut es geht. Das heißt, jede Menge PvP-Missionen, um das auszugleichen. Als Schutz für den Pass nach Rift in den Himmelsrand. Wird die Feste Virak mit Elitesoldaten der Dunkelelfen bemannt, deren Aufgabe die Verteidigung der westlichen Grenze von Steinfälle ist. Obschon sie sich direkt auf der Hauptroute befindet. Ja, genau. Karte. Bündnissoldatin, die ist wahrscheinlich genauso untot wie die anderen draußen. Werden wir gleich herausfinden. Erstmal ortskundig machen. Vielleicht muss ich taktisch kämpfen, das weiß ich noch nicht. Hier gibt es sonst nichts von Belang. Clanny, wo bist du? Ja, muss ich erst wieder beschwören. Gut, dass ich im Moment gewartet habe. So. Und eins, zwei. Um den Pack! Den Pakt, ja, rum den Pakt, rum könnte haben, aber. Der Vorplatz ist gesichert!
Ah, ich bin hier gar nicht alleine, das ist gut. So, Bündnissoldat, Bündnissoldat, kümmere ich mich vielleicht um General Seren persönlich? Deine Seele gehört gleich mir. Oh, 71.000. Da muss ich zuschauen, dass ich kritische Boge immer laufen habe, damit mich die kritischen Treffer heilen. Außerdem brauche ich gerade... Was macht der denn? Das ist wohl seine wahre Gestalt. Jetzt muss ich mal Mana aufladen. Mein Clanny macht das richtig gut. Ich glaube, ich wette, dass das mit Darius ja schwieriger wird als mit Velare jetzt. So. Seelenfalle und eins, zwei, gleich ist es geschafft. Es läuft ja besser. Dank als euch konnte der Pakt Vivex von Farn verteidigen. Wir haben es geschafft. Der General ist tot. Nein! Ich darf nicht scheitern. Zu spät. Ab ins Reich des Vergessens mit nicht darin! Das Dolchsturzbündnis hat mir meinen Sohn genommen! Tanwa, nein! Das Korallenherz ist zu mächtig! Der macht ja jetzt Dummheiten, oder was? Nein, Holgun! Das Bündnis muss büßen! Was? Tanwa, was habt ihr getan? Da flippt gerade einer aus. Ich fürchte, der bemächtigt sich gerade der Macht des... Ja, weiß jetzt gerade nicht mehr, wie das heißt. Komm jetzt gerade nicht drauf. Gerade hat er es gesagt, ich hab's schon wieder vergessen. Und, ja, das kann ja nur schief gehen. Das kann er unmöglich kontrollieren. Sprecht mit Holgun. Jetzt wette ich den... Warte mal... Der ist so bestimmt hier direkt, genau, direkt vor mir. Ich sehe ihn nur noch nicht, da ist er. Grüße. Bei Shaws Knochen. Tanwal ist verrückt geworden. Ich kann nicht glauben, dass er das Korallenherz genommen hat. Genau, das und war's. Garin, verflucht sei das Schicksal. Die Wölfe kreisen uns ein, meine Freundin. Warum sollte Tanwal das Korallenherz stehlen wollen? Er hat vor, es zu benutzen, um Sadal, den zweiten Bruder des Zwists, zu befreien. Wir müssen ihn aufhalten. Ganz Steinfälle wird leiden, wenn Tanwal die gepeinigte Spitze für seine Pläne nutzen kann. Endlich mal wieder ein Fertigkeitspunkt. Ich dachte schon, ich krieg hier keine mehr. Quest abschließen. Absolut. Trollblut. Dieser Tage kann uns alles auseinanderbringen. Was denkt ihr? Wie werden meine werten Nord und die Argonia darauf reagieren? Wenn Tanwal noch ein magisches Ungetüm in die Aschlande beschwört, dann könnte das das Ende für den Pakt bedeuten. Wie halte ich den auf? Es gibt nur einen Ort, an den er gegangen sein kann. Kragenmoor. Diese Stadt ist das Tor zur gepeinigten Spitze. Um an den Schutzzaubern am Fuß des Berges vorbeizukommen, muss er mit dem Dresgroßmeister sprechen, der den Schlüssel hat. Geht und haltet ihn auf. Dann gehe ich nach Kragenmoor. Geht, meine Freundin. Sorgt dafür, dass Tanwal sich nicht umbringen lässt. Ich habe heute schon so viel verloren. Holgun, kann ich euch ein, zwei Fragen stellen? Ich bin verletzt, verflucht noch eins. Aber ich werde versuchen, alle Fragen zu beantworten. Ja, könnte wichtig sein. Ich will ja nicht falsch entscheiden später, ne? Wer ist Sadal? Sadal ist der zweite, größere Bruder des Zwists. Wir haben Balred am Aschberg zurück in seinen Käfig gesteckt. Doch sein uralter, lodernder Bruder lauert noch immer im Herzen der gepeinigten Spitze. Wir dürfen nicht zulassen, dass Tanwal dieses Monster freilässt. Was ist die gepeinigte Spitze? Noch einer von diesen verfluchten Vulkanen hier in Morrowind. Wie den Aschberg haben sie die Spitze in ein mystisches Gefängnis für einen der Brüder des Zwists verwandelt. Sie liegt südlich von Virak, ein Stück hinter Kragenmoor. Das ist da, wo ich heute questen wollte, bevor ich gemerkt habe, dass ich hier schon die Quest für die Gegend hier habe. Da geht's also weiter. Gut, dass ich dem Questmarker gefolgt bin. Stimmt etwas nicht mit Kragenmoor? Es ist eine Bastion des Hauses Drees. Und der Großmeister ist der einzige mit Zugang zum Berg. Die Spitze wird von einem magischen Schleier umgeben, der verhindert, dass man zu ihr hinaufkommt. Um zur Spitze zu gelangen, müssen wir uns auf die Drees einlassen. Warum glaubt ihr, hat Tanwal das getan? Wegen Garin. Er war Tanwals einziges Kind. Und Garin aufzuziehen hat ihn mit mehr Stolz erfüllt als all die Medaillen und Ehrungen, die man ihm im Krieg verliehen hat. Garin an das Bündnis zu verlieren, hat Tanwal gebrochen. Ich glaube, er hat den Verstand verloren. So sieht's wohl aus. So, was mache ich denn jetzt mit dem Punkt? Setze ich den in
Bogenschießen ein oder mal gucken. Bogen. Wäre schon sinnvoll. Da könnte ich einen Hut brauchen. 2, 4, 6, 8, 10 brauche ich dann noch. Der ist verzichtbar. Den müsste ich nicht unbedingt haben. 12 Punkte brauche ich noch für Bogenschießen. 13, 14, das ist schon der Morph, ne? Aber die sind noch nicht gemacht. 14 brauche ich hier noch. Haufen Zeug. Was... Ich hätte aber auch gerne... Flinke Finger verbessert. Taschendiebstahl 35%. Schlösser knacken taugt so. Das kann ich... Das hat Zeit. Ich kann die Schlösser auch so knacken. Schieber passt auch so. Ich komme aus mit dem. Bestechung muss ich wirklich nicht haben. Verringert die Kosten von Kopfgeldern. Aber verbessertes Verstecken ist, macht bei ihr schon Sinn, weil sie eh weniger Ausdauer hat. Und flinke Finger hätte ich eigentlich auch gern. Tja. Aber andererseits wäre Bogenschießen wichtiger. Warte mal, Allianzkrieg, Sturmangriff. Kann ich erst ab Grad 9 verbessern, das dauert noch ewig. Waffe, Bogen. Gewährt euch einen Schadensbonus von bis zu 6% gegen Feinde aus großer Distanz. Wäre schon sinnvoll. Erhöht die Wertung für die Chance auf kritische Waffentreffer. Wäre auch sinnvoll. Verringert die Ausdauerkosten von Bogenfertigkeiten. Wäre auch sinnvoll. Eine riesige Baustelle. Hier habe ich nichts mehr offen. Was, ja, der Runengefängnis, das nutze ich eigentlich nicht oft. Effekte mit Schaden über Zeit unterbrechen nicht länger die Verwirrung. Aber normaler Schaden schon, das ist fast sinnlos. Der nächste euch Schaden zufügende Feind wird verwirrt. Das ist wahrscheinlich sogar besser. Aber das lasse ich mal offen. Deswegen ist es noch offen, weil ich mich nicht entscheiden kann, was ich da nehme. Ach komm, ich denke, ich möchte Taschendiebstahl verbessern. Flinke Finger. So, ist entschieden. Dasselbe werde ich dann bei Clarissa auch tun. Und nächste Verbesserung ab Rang 17 bei Lug und Trug. Taschendiebstahl macht irgendwie Laune. Kann ich das ja gerade mal testen? Ja, entdeckt. Klasse, natürlich. Ich bin hier von Wachen umgeben. Sehr sinnig. Grüße. Grüße. Aber nur mal so. So weit entfernt. Mittel. Bei Mittel schon 85% Chance. Das ist gut. Damit dürften die leichten Taschendiebstähle eigentlich sicher sein. Warte mal, da wird noch ein Questmarker angezeigt, oder? Täusche ich mich Hallo. Da? Weiß nicht, ob ich den jetzt schon kriege, aber ich rede mit ihm. Geht, meine Freundin. Sorgt dafür, dass Tan... Ja gut, das ist... Der hat mit, das ist der, der mir die Quest hier gegeben hat. Ich muss mir mal die Farbe anschauen. Das ist jetzt hellgelb, oder? Das ist normalgelb. Okay. Das ist die normale Farbe. Die Erstürmung der Feste Virag. Mit dem reden wir jetzt nochmal. Vielleicht haben wir ja jetzt eigentlich erledigt. Vielleicht hat der noch was zu sagen. Und ja, macht eigentlich wenig Sinn, eine neue Quest in dieser Folge anzufangen. Vielleicht übe ich einfach mal, naja, schauen wir mal. Werde ich entscheiden, wenn ich... Zum Große. Juhu, hurra! Und 85%, noch 15% und ich bin Veteran 12. So. Das können wir eigentlich ein bisschen abkürzen. Hallo. Da sind ja noch Bücher. Warte mal, die hole ich mir doch auf jeden Fall noch. Da sind noch Bücher, die will ich haben. So, die sind schon alle ein bisschen. Aber hier ist jetzt alles in unserer Hand. Ist immer ein bisschen bitter, wenn man gegen die eigenen Truppen kämpfen muss. Aber irgendwie geht es auch um Gerechtigkeit und wenn die sich so verhalten, wie sie sich verhalten und ja, genau, das haben wir.
Und da randalieren, das Buch könnte ich auch noch holen. Das hab ich aber mit Calrissa schon gezeigt. Das mache ich dann offscreen. Das Buch haben wir neulich schon geholt. Ja, dann rede ich mal mit dem Kutzi. Vielleicht gibt es ja noch eine kleine Nebenaufgabe, die ich fix erledigen kann. Alvos Orain, red mal mit mir. Verdammte Bündnisschweine! Sie scheinen uns bei jeder nur erdenklichen Gelegenheit anzugreifen. Ja, ihr macht es aber im Durchsturzgebiet auch nicht besser, ne? Das muss ich schon mal festhalten. Dann mal ganz kurz den Dolmen da markieren. Ja! Also ich denke, ich werde dann ein bisschen Taschendiebstahl betreiben für den Rest der Folge. Genau, den haben wir mal markiert. Ja, jetzt haben wir ihn natürlich auch aktiviert. Bloß allein schaffe ich den wahrscheinlich nicht. Ist mir jedenfalls zu stressig. Bei sowas habe ich gerne Hilfe. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen Taschendiebstahl betreiben. Wenn euch das nicht interessiert, könnt ihr eigentlich schon zur nächsten Folge übergehen. Oder tun, was immer ihr eh tun wolltet nach der Folge. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen einklauen, sozusagen. Und mal schauen, ob ich jetzt auch mittlere Taschendiebstähle mache. Eventuell fail ich sogar dabei. Könnte also durchaus lustig werden, sich das noch anzuschauen. Aber eine neue Quest fange ich jetzt nicht an. Die Informationen hätte ich schon gern, wenn es geht, beieinander. Mal gucken, ob ich auch schon schwere Taschendiebstähle jetzt hinkriege. Das hier ist mein bevorzugtes Taschendiebstahlgebiet hier, weil hier ist Wasser in der Nähe. Wenn ich also dabei erwischt werde, dann brauche ich nur kurz ins Wasser springen und die Wachen hören auf, mich zu verfolgen. Deswegen mache ich das hier besonders gerne. Für andere Hafengebiete täten es auch. Ich hab mir halt das hier ausgesucht. 100% Chance, na cool. Immer dann, wenn es grün ist, schwupp, leichte Diebstähle sind jetzt also zu 100% sicher. Das ist ja schön. Hier hat es gerade ein bisschen geleckt. Taschendiebstähle ist schon ein bisschen riskant. Die kenne ich schon, die bewegt sich. Schwupps. Macht irgendwie Laune, die ist schlecht zu bestehlen, weil ich sie von der Seite beklauen muss. Was lackt denn hier so? Das ist doch... Und schnapp! Hehe, meins. Bis jetzt... Da muss ich mal gucken, ob der mich sieht. Die bewegt sich jetzt. Da hinten ist eine, da ist es mittelschwer. Die kenne ich schon, die hat mich schon öfters erwischt. Mal gucken, ob es jetzt besser läuft. Das war doch hier, oder? Nee, muss weiter oben. Muss bei dem Haus da sein. Da gehe ich mal hin jetzt. Mal ein bisschen Risiko eingehen. Dum, 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 dum. Genau. Mittelschwer jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es sich... 85% hieß es vorhin, ne? 65 auf den richtigen Moment warten. Schwupps, jawohl, erfolgreich. Das ist auf jeden Fall 15% besser als bisher. Waren sie, glaube ich, bloß 50% sicher mit 2 Punkten in Taschendiebstahl. Und Taschendiebstahl. Ihr müsst mal oben links gucken. Also, hier oben da. Taschendiebstahl levelt direkt die Diebeskunst.
Das heißt, wenn wir Taschendiebstahl betreiben, leveln wir Diebstahl zweimal, einmal beim Klauen selber, was nicht passiert, wenn wir nur Truhen leer räumen, und einmal beim Verkauf des Diebesguts beim Hehler. Also von dem her ist Taschendiebstahl effektiver. Andererseits schafft man halt Truhen knacken leichter. Hoppala. Da hätte ich fast daneben gegriffen. Glück. Mal gucken, ob der erwischt wird. Traut er sich nicht, oder? Schwupps. Also manche haben ja mehrere Sachen in der Tasche, die könnte man öfters beklauen. Man muss aber trotzdem ein bisschen Zeit verstreichen lassen, weil sie misstrauisch sind für einen Moment. Die werden sich denken, ups, was wird denn das jetzt? Da hat mich doch irgendwas berührt oder so. Hör auf zu lecken, das ist nicht lustig. Den kann ich nicht beklauen, okay. Aber es war ein Versuch wert. So, wo ist denn das nächste Opfer? Wir fangen mal wieder von vorne an. Der hat bestimmt auch noch was in der Tasche. Schwupps, was gab's denn? Keine Ahnung, habe ich jetzt nicht lesen können. Doch, für rechts unten steht's. Pluskarten für einen Auftritt in der Schornhelm-Schauspielertruppe. Ist bestimmt 100 wert, das hat sich gelohnt. Wo kommen die Lachs her? Ich habe doch im Hintergrund nichts laufen. Baumwolle für die Gilde. Ich brauch's nimmer. Aber das kommt in den Gildentresor für die Neulinge. Wir haben ja neue Mitglieder. Und die brauchen auch Ausrüstung. Und müssen auch Handwerker leveln. Bisschen für die mitsammeln. Dann hier nochmal Baumwolle, ne? Ja, das ist mal so. Je besser die Gildenmitglieder beieinander sind, desto eher können sie einem auch mal helfen, wenn man sie selber mal braucht. Von dem her kommt da hoffentlich auch mal was zurück. Gibt natürlich auch immer wieder welche, die nur nehmen und nicht geben. Schwupps, ups, weg. Jetzt bin ich erwischt worden. Jetzt ab ins Wasser. Aber flott. Hallo, lauf. Hehe. Left Combat. Genau deswegen habe ich hier geklaut. Wie viel Geld haben wir denn? 85. Hm. Wenn ich jetzt in der Wache über den Weg laufe, bin ich fällig. Schauen wir mal, ob ich das vermeiden kann. Wenn nicht, habt ihr wenigstens was zu lachen. Ich bin jetzt also verrufen. Normalerweise ist da unten so ein Kreis da. Man sieht ihn hier nur schlecht, weil... Warte mal, vielleicht verschiebe ich das mal ein bisschen. Da gehört es sowieso eigentlich hin. Ich weiß gar nicht, wieso das jetzt darüber geschwommen ist. Und mal gucken. Den Platz am besten verteilen. So. Probieren wir es mal. Kann ich ja jederzeit ändern. Und da sieht man das Kopfgeld unten. Da, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, wenn der Kreis voll ist, dann kann man davon ausgehen, dass jede Wache hinter einem her ist. Jede, ohne Ausnahme. Wahrscheinlich sogar NPCs. Ich habe das allerdings noch nie drauf ankommen lassen. So, da hockt sie, wie sie halt da hockt, wenn man da hockt. Schauen wir mal, ob da jetzt noch was geht oder ob die...
Schwupps. Yay, diesmal hat's geklappt. Was gab's denn? Eine blaue Haube aus Samt und Seide. Aber es macht schon Laune. Irgendwie. Jetzt ist der wieder dran. Wenn er noch was in der Tasche hat, weil irgendwann sind sie leer geräumt. Das lasse ich jetzt besser. Ich bin entdeckt. Geduld, Brauner. Schwupps. Yay, das hat geklappt. Also zu eilig sollten wir es nicht haben. Da war doch... Die ist gerade nicht da, oder? Die ist wieder hier. Ich glaube... Ja, da ist er. Hier bekommt ihr nur die vorzüglichsten Waren. Schwierig. Ich fürchte, das geht in die Hose. Naja, rechts ist das Wasser. Ich werde es trotzdem versuchen. Jo, hat geklappt. Die Katze war die einzige, die mich bemerkt hat. Die faucht gleich. So. Dich habe ich noch nicht heute, ne? Kann ich auch gar nicht beklauen. Wenn das mal gut geht. Jo, das ging gut. Einen mache ich noch und dann mache ich Schluss fürs Erste. Verkaufen kann ich es jetzt noch nicht, weil man muss immer 20 Stunden warten. Und ich habe noch... meine letzte Diebstour ist noch keine 20 Stunden her. Jupp. Gut. Damit belasse ich es für heute. Ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß auch bei der Diebesklauerei. Wenn ihr das Video bis zum Ende angeschaut habt, dann hat es euch auch interessiert. Schätze ich mal, wie das geht. Ich habe ja gesagt... angekündigt und gesagt, wenn ihr das nicht mehr sehen wollt, blättert weiter. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.